wie du sofort herausfindest, ob ein Mädchen dich mag. Abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Es gibt jeden Tag spannende Psychologie-, Beziehungs- und Mädchen- und Jungs-Videos, die euch erwarten. Jeder von euch war sicherlich schon einmal verliebt. Und viele von euch wissen, wie schwierig es sein kann, herauszufinden, ob dein Schwarm dich auch mag. Manchmal traut man sich einfach nicht zu fragen, weil man schüchtern ist oder einfach Angst vor einer Abfuhr hat. Manchmal ist es auch einfach noch zu früh, um den ersten Schritt zu wagen. Bei Mädchen kannst du es allerdings ganz leicht selber herausfinden, ohne direkt alle Karten auf den Tisch legen zu müssen. Wir zeigen dir heute 8 einfache Anzeichen, die jeder erkennen kann und die dir eindeutig und vor allem sofort verraten, ob ein Mädchen dich mag. Erstens, ihre Stimmlage verändert sich. Das Bewusstsein eines Menschen ist bei jedem Menschen, ganz gleich ob Mann oder Frau, in das Bewusstsein und das Unterbewusstsein gegliedert. Mit dem Bewusstsein lösen wir zum Beispiel mathematische Aufgaben und treffen Entscheidungen. Das Unterbewusstsein dagegen kann weitaus mehr. Es steht in Verbindung mit deiner Stimmung und ist verantwortlich für dein Erinnerungsvermögen. Zudem kann es deine Stimmlage beeinflussen. Manche Menschen bekommen eine piepsige Stimme, wenn sie nervös sind, oder eine tiefe, wenn sie wütend sind. Wenn ein Junge ein Mädchen mag, wird seine Stimmlage ganz automatisch etwas tiefer, sobald er sich in ihrer Nähe befindet. Sein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass seine Stimme stärker und männlicher klingt. In diesem Moment spricht sozusagen die Urstimme des Mannes. Bei Mädchen ist es genau andersherum. Wenn ein Mädchen einen Jungen mag, wird ihre Stimme in seiner Gegenwart deutlich höher und klingt teilweise sogar fast etwas unnatürlich. Möglicherweise kann man während des Gespräches auch mehr Pausen und ein leichtes Stottern feststellen, was daran liegt, dass das Sprechen in so einer hohen Tonlage deutlich mehr Anstrengung bedeutet. Achte also auf die Tonlage deines Schwarms und du wirst ganz leicht herausfinden, ob sie Gefühle für dich hat. Zweitens, das beste Freundinnen-Ding. Mädchen unterscheiden sich in so vielen Dingen von Jungen. Jungs versuchen meist, geheim zu halten, wenn sie ein Mädchen besonders mögen und toll finden, weil sie oft weniger selbstbewusst sind und Angst davor haben, einen Korb zu bekommen. Wenn ein Mädchen dagegen einen Jungen mag, werden ihre Freunde das definitiv wissen. Ihre beste Freundin wird vermutlich sogar als eine Art Vermittler agieren. Vielleicht stellt sie dir Fragen oder spricht einfach nur auffällig viel mit dir. Die meisten Jungs verstehen diese Anzeichen meist gar nicht, da sie das Gefühl haben, dass das Mädchen ihrer Träume sie ignoriert, obwohl eigentlich sogar das Gegenteil der Fall ist. In den meisten Fällen, in denen die beste Freundin den Vermittlerpart übernimmt, ist das andere Mädchen einfach nur zu schüchtern, um den ersten Schritt zu machen. Wenn also das Mädchen, das du magst, dich zu ignorieren scheint, während ihre beste Freundin sich komplett gegenteilig verhält, stehen deine Chancen bei ihr vermutlich deutlich besser, als du denkst. Drittens, ihr Starschwarm. Berühmte Menschen sind meist sehr attraktiv. Denk mal darüber nach. Meist sind sie nur ein wenig talentiert und sehen aber dafür ziemlich gut aus. Sänger zum Beispiel müssen heutzutage nicht mehr singen können wie Whitney Houston. Stimmoptimierer und regelmäßiges Training genügen, solange sie wenigstens gut aussehen. Zudem waren die meisten Schauspieler und Sänger zu Beginn ihrer Karriere Models, was unsere These bestätigt. Um herauszufinden, ob ein Mädchen dich mag, musst du ihr nur eine Frage stellen. Und diese lautet: Auf welche Berühmtheit stehst du total? Wenn sie dich mag, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit jemanden nennen, der dir irgendwie ähnlich sieht. Hierfür gibt es 2 Gründe. Erstens, es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch einen ganz speziellen optischen Typen bevorzugt. Der zweite Grund ist, dass wenn sie dich mag, ihr Unterbewusstsein auf dich fixiert ist und ihr ganz automatisch nur Stars einfallen werden, die dir irgendwie ähneln. Viertens, ein unnatürliches Lachen. Jeder Mensch liebt es zu lachen, ganz gleich ob du ein Mann oder eine Frau bist. Doch die meisten Menschen interpretieren das Lachen anderer Personen oft falsch. Sie gehen davon aus, dass es eine Reaktion auf Humor, also lustige Situationen, Witze oder Ähnliches ist. Doch das ist nicht immer so. Manchmal kann es auch auf übermäßige Anspannung hindeuten. Das Lachen einiger Menschen verändert sich stark, wenn sie nervös oder angespannt sind. Und das ist eine ganz natürliche körperliche Reaktion.
Besonders wenn du mit jemandem zusammen bist, den du sehr magst, lachst du deshalb öfters und völlig anders. Meist viel übertriebener und manchmal sogar über eigentlich überhaupt nicht witzige Dinge. Wenn ein Mädchen also selbst über deine flachsten Witze lacht, mag sie dich vermutlich mehr, als du denkst. 5. Gruppennähe. Die meisten Menschen fühlen sich in kleineren und größeren Gruppen wohler als alleine. Das ist auf die Evolution zurückzuführen. Früher war es deutlich sicherer, sich in Grüppchen durch die Welt zu bewegen, da es so immer Menschen gab, die einem helfen konnten, wenn man in Schwierigkeiten geriet. Das Verhalten in Gruppen kann dir auch hier Aufschluss darüber geben, ob dich ein Mädchen mag oder nicht. Wenn du und das Mädchen beispielsweise in einer Gruppe von etwa 10 Leuten unterwegs seid und sie langsam immer näher und näher an dich herankommt, ohne es zu bemerken, steht sie vermutlich auf dich oder auf jemanden, der nahe bei dir steht. 6. Der Peinlichkeitscheck. Dieser Trick basiert auf simpler Psychologie. In unserer modernen Zeit achtet jeder darauf, in der Öffentlichkeit ein bestmögliches Bild von sich zu hinterlassen. Wenn du im Büro oder im Klassenzimmer beispielsweise einen Witz erzählst, schaust du dich um zu sehen, wer über deinen Witz lacht und wer nicht. Zuallererst schaust du in diesem Fall zu dem Mädchen, das du magst, um ihre Reaktion zu sehen. Wenn Mädchen sich in Situationen befinden, in denen sie gerade etwas Peinliches gemacht oder gesagt haben, schauen sie meist ebenfalls zuerst zu der Person, die sie mögen, um festzustellen, ob ihr Schwarm bemerkt hat, was gerade passiert ist. Wenn ein Mädchen also etwas Dummes macht und anschließend direkt zu dir schaut, weißt du Bescheid. 7. Das Prinzip der Vereinbarung. Eine eigene Meinung zu haben, ist so viel wichtiger, als die meisten vielleicht annehmen würden. Wir erklären es dir am Beispiel Musik. Wenn du dich von der Menge abheben möchtest, hörst du keine Popmusik, du hörst Heavy Metal oder Steampunk. Wenn du dagegen eher zur breiten Masse dazugehören möchtest, hörst du eher Popmusik. Vielleicht ist allerdings das, was du wirklich liebst, dabei eigentlich Jazzmusik. Nun beziehen wir dieses Beispiel wieder auf die Beziehung zwischen einem Jungen und einem Mädchen. Wenn ein Mädchen dich mag, wird sie sehr oft einer Meinung mit dir sein und deine Ansichten teilen. Woran liegt das? Weil ihre innere Stimme ihr sagt, dass sie dazugehören muss, wenn sie in deiner Nähe ist. Sie möchte schlichtweg etwas mit dir gemeinsam haben. Wenn du also herausfinden möchtest, ob ein Mädchen dich mag, solltest du einfach mit ihr reden und eure Interessen vergleichen. Achte dabei darauf, dass du deine Vorlieben zuerst nennst, um zu sehen, wie sie reagiert. Wenn eure Interessen in zu vielen Dingen übereinstimmen, mag sie dich wahrscheinlich. 8. Der das andere Mädchen-Test. Gefühle lassen sich nur schwer verbergen, besonders wenn man enttäuscht ist. Ein weiteres Gefühl, das man eigentlich so gut wie gar nicht verstecken kann, ist Eifersucht. Mädchen werden eifersüchtig, Jungen werden eifersüchtig, ja, sogar Hunde werden ab und an eifersüchtig. Ganz gleich in welcher Situation, wenn jemand eifersüchtig ist, sieht man das sofort. Zudem kann dir Eifersucht dabei helfen, herauszufinden, ob ein Mädchen dich mag. Das nächste Mal, wenn du in ihrer Nähe bist, sprich einfach über ein anderes Mädchen. Du musst dabei nicht behaupten, du wärst in dieses andere Mädchen verliebt oder so. Es genügt schon, wenn du ihr Fragen über das andere Mädchen stellst, wie: Wo ist eigentlich Emma? Achte nun auf die Reaktion des Mädchens, von dem du wissen möchtest, ob sie dich mag. Wenn sich ihre Stimmung schlagartig verändert, mag sie dich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Wenn nicht und du das Gefühl hast, dass es ihr egal ist, dann ist es vermutlich auch genau so. So, das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Like von dir freuen. Bis zum nächsten Mal.